Hey Fußballfreunde und willkommen zu einer neuen Folge der Transfer-News auf diesem Kanal. Heute wieder mit den aktuellsten und heißesten Transfers und Transfergerüchten aus der internationalen und nationalen Welt des Fußballs. Und nach dem Teaser geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Wechselt Neymar für die unheimliche Ablösesumme von 400 Millionen Euro zu Real Madrid oder findet ein Tauschgeschäft mit Cristiano Ronaldo statt? Lässt Zlatan Ibrahimovic seine Karriere in der Türkei ausklingen? Das und mehr in eurer heutigen neuen Folge der Transfer-News. Viel Spaß dabei! Yvonne Nwogo bringt kurz vor dem Rückrundenstart Unruhe ins Tagesgeschäft bei RB Leipzig. Der Ersatztorwart will laut seines Beraters einen Wechsel vornehmen. Yvonne war nun lange genug auf der Bank. Er muss spielen, sagte Carlos Crespo dem Schweizer Blick. Ich treffe mich am Sonntag nach dem Spiel zwischen RB und Schalke mit Sportdirektor Ralf Rangnick, um ihm eine Ausleihe von Yvonne schmackhaft zu machen. Nwogo kam im Sommer 2017 zu RB Leipzig, saß bislang aber nur auf der Bank. Einzige Ausnahme war das Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am 19. September. Peter Gulacsi ist bei den Roten Bullen als Stammtorhüter unumstritten. Der 27-Jährige sollte auf lange Sicht eigentlich vom 4 Jahre jüngeren Nwogo beerbt werden. Das nimmt allerdings noch einige Zeit in Anspruch. Dementsprechend könnte Nwogo jetzt an anderer Stelle Spielpraxis sammeln. Die Chancen dafür stehen aber offenbar schlecht. Es scheint aussichtslos, weil RB signalisiert hat, dass man mit 2 potenziellen Stammtorhütern in die Rückrunde gehen und Nwogo nicht ausleihen wolle, so Crespo. Eventuell könnte Nwogo bei Ex-Club Young Boys Bern unterkommen. Aber auch dort ist man zurückhaltend. Wir sind nicht unter Zeitdruck und haben großes Vertrauen in unsere Spieler, sagte Sportchef Christoph Freier kürzlich. Er vertraut auf seine etatmäßige Nummer 1 Marco Wölfli, der bewiesen hat, dass auf ihn Verlass ist. Als dritten Torwart hat Leipzig im Falle eines Abgangs von Nwogo den 37-jährigen Fabio Coltorti zur Verfügung. Manchester City wollte in diesem Winter eigentlich Alexis Sanchez verpflichten, doch man konnte sich bisher nicht mit dem FC Arsenal einigen. Wie die Manchester Evening News berichtet, hat Pep Guardiola deshalb jetzt ein Auge auf Fred von Shakhtar Donetsk geworfen und auch schon ein Angebot in Höhe von knapp 51 Millionen Euro abgegeben. Der zentrale Mittelfeldspieler spielt seit 2013 in der Ukraine, hat sich schrittweise entwickelt und ist zum unumstrittenen Stammspieler geworden. Allerdings hat er seinen Vertrag erst kürzlich bis 2023 verlängert. Trotzdem gab er zuletzt bekannt, dass er auf einen Anruf des spanischen City-Trainers warte, kann sich also einen Transfer durchaus vorstellen. Zwar ist der 24-Jährige auch als kurzfristige Hilfe eingeplant, soll auf lange Sicht jedoch Fernandinho ersetzen. Der Vertrag des 33-Jährigen in Manchester läuft am Ende dieser Saison aus. Und ob und wie lange er verlängert, ist noch unklar. In dieser Spielzeit wäre Fred jedoch nicht mehr dazu berechtigt, für die Citizens in der Champions League zu spielen. Der Wechsel von Arda Turan hat sich angedeutet, nun wurde er vollzogen. Der Türke wird vom FC Barcelona an Başakşehir ausgeliehen, das bestätigten beide Vereine am Samstag. Der 30-Jährige wird bis 2020 an den türkischen Erstligisten ausgeliehen, genauso lange läuft auch noch sein Vertrag bei den Katalanen. Während der Leihe kann Barca den Spieler aber jederzeit an einen anderen Club verkaufen, sollte ein gutes Angebot eingehen. Allerdings kann Başakşehir den Mittelfeldspieler per Kaufoption, die ebenfalls jederzeit gezogen werden kann, dauerhaft an sich binden. Der Club aus Istanbul übernimmt außerdem das komplette Gehalt des Ex-Galastars. Dies teilte Barcelonas Vizepräsident Jorge Mestre während der Vorstellung von Neuzugang Yerry Mina mit. Arda Turan spielte zuletzt bei Barca unter Trainer Ernesto Valverde keine Rolle mehr und kam in dieser Saison noch gar nicht zum Einsatz. Borussia Dortmund und der FC Basel stehen in den Verhandlungen um einen Transfer des Innenverteidigers Manuel Akanji, Medienberichten zufolge kurz vor einer Einigung. Die Ablösesumme für den BVB wird dabei offenbar unter 20 Millionen Euro liegen. Nach Informationen der Schweizer Blick fehlte der 21-Jährige am Samstag beim Training des FC Basel, weil er sich auf dem Weg zum BVB befinde. Laut Vereinsangaben musste Akanji aufgrund von Rückenproblemen auf die Einheit verzichten. Auch der Kicker berichtet, dass sich die Dortmunder mit den Schweizern auf der Zielgeraden befänden.
Demnach steht eine Ablösesumme im Raum, die unterhalb der eigentlich aufgerufenen 20 Millionen Euro liegt. Darüber hinaus sind offenbar leistungsbezogene Bonuszahlungen im Paket enthalten. Der BVB hatte die Innenverteidigung nach der defensiv durchwachsenen Hinrunde als Schwachpunkt ausgemacht und Akanji als Transferziel Nummer 1 auserkoren. Wie geht es weiter mit Zlatan Ibrahimovic? Zuletzt waren Gerüchte laut geworden, dass der Angreifer Manchester United noch im Winter verlassen will. Die MLS oder China gelten als favorisierte Wechselziele. Nun mischen wohl auch zwei Schwergewichte aus der türkischen Super League mit. Wie Fotomac berichtet, sollen sowohl Galatasaray als auch Besiktas um die Dienste des schwedischen Superstars buhlen und würden ihn gerne für die Rückrunde unter Vertrag nehmen. Gala-Präsident Dursun Özbek sieht im 36-Jährigen demnach die ideale Verstärkung, um Başakşehir im Titelkampf angreifen zu können, welche gerade erst Arda Turan verpflichtet hatten. Während Ibrahimovic bei Besiktas den zu Everton abgewanderten Cenk Tosun beerben könnte. Im Sommer 2017 ist Neymar für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt. Wie die Marca berichtet, möchte Real Madrid den Brasilianer jedoch wieder nach Spanien holen, plant mit einem Gesamtvolumen von 400 Millionen Euro für den Transfer. Der Wechsel soll im Sommer 2019 stattfinden. Dabei spielt auch Cristiano Ronaldo eine Rolle. Die Pariser möchten den Portugiesen schon lange in seinen eigenen Reihen haben. Die Königlichen sind wohl bereit für einen Tausch. Zinedine Zidane hatte vor kurzem erst Transfers noch in diesem Winter ausgeschlossen. Jedoch arbeitet der aktuelle Champions-League-Sieger bereits am Kader der Zukunft. So wurden auch die Namen Harry Kane, Eden Hazard oder Timo Werner diskutiert. Wunschspieler ist und bleibt aber Neymar, der offenbar auch gerne im weißen Trikot spielen würde.